Hi, ich bin Tobias aus dem Velamed-Team und zusammen mit Franziska von Proxomed stelle ich Ihnen heute die Rückentherapie 2.0 vor. Dieses Konzept kombiniert das gerätegestützte neuromuskuläre Krafttraining an den Tergomed 710 Geräten mit einem EMG Biofeedback Training. Ziel jeder Rückentherapie muss es sein, die Schmerzen langfristig und nachhaltig zu beseitigen. Das funktioniert nur, wenn der Patient ein Verständnis für seine Schmerzsymptomatik bekommt, hierdurch eine Trainingscompliance entwickelt und für den Alltag ein Gespür für eine angepasste segmentale Rumpfstabilität in Haltung und Bewegung erhält. Patienten mit chronischen Rückenschmerzen haben meist nicht nur eine zu schwache Rumpfmuskulatur, sondern oft auch eine suboptimale Muskelkoordination, was sich nur mit dem EMG herausfinden lässt. Da nur mit einer genauen Diagnostik ein sinnvolles Trainingskonzept entstehen kann, starten wir genau hier. Wir zeigen Ihnen, wie Sie in ca. 10 Minuten mit zwei diagnostischen Tests die wesentlichen objektiven Parameter zum Muskelstatus des Patienten erhalten und diese in einen Trainingsplan übersetzen. Für die Diagnostik muss der Patient vorbereitet werden. Um die Informationen über die muskuläre Ansteuerung der Rückenmuskulatur zu erhalten, kleben wir kleine Elektroden direkt auf die Zielmuskulatur und verbinden sie mit den EMG-Sensoren. Diese Sensoren können so die muskuläre Innervation live messen und an den PC senden. Für saubere Signale muss die Haut vorher gereinigt werden. Die Technik funktioniert ähnlich wie ein EKG für den Herzmuskel, nur skelettmuskelspezifisch. In der Sportwissenschaft ist das EMG seit Jahren die Standardmethodik, um Koordination messbar zu machen, und der Übertrag in die moderne Medizin und Therapie ist längst geschehen. Ist die Vorbereitung abgeschlossen, kann es direkt zur ersten Testung in der Tergomed 710 Extension gehen. Die Geräteeinstellungen werden durch die Elektroden nicht gestört. Damit wir später einen Kombinationsreport aus den Kraftdaten vom Tergomed 710 und den Muskelinnervationsdaten vom EMG erhalten, sind beide Systeme mit dem PC verbunden. Die Noraxon-Software kann dann beide Datensätze gleichzeitig und zeitsynchron aufzeichnen. Dafür muss nur vor Ausführung der Testung per Mausklick eine Messung gestartet werden. Wir nehmen drei isometrische Maximalkrafttests auf. Der Kraftaufbau geschieht langsam, um keine unkontrollierten Kraftspitzen zu generieren. Nach jedem Test werden die Kraftverläufe auf dem Bildschirm angezeigt, was dem Therapeuten die Möglichkeit gibt, während des Tests noch verbessernde Instruktionen zu geben. Ist die Testreihe absolviert, kann auch die Messung am PC beendet werden. Die ersten beiden wichtigen Zielparameter stehen jetzt schon zur Verfügung: die maximale Kraft und die Seitensymmetrie der linken und rechten Rückenmuskulatur. Anhand der ermittelten Maximalkraft und der zuvor definierten Trainingsmethodik berechnet die Proxotrain-Software das optimale Trainingsgewicht. Die durch das EMG gemessene muskuläre Symmetrie ist das Qualitätsmerkmal für die Kraftgenerierung, welche bei Rückenschmerzpatienten nicht immer optimal ist. Werte bis 20% Unterschied zwischen linker und rechter Seite können als noch normal angesehen werden. Gerade jedoch bei der Rückenmuskulatur gilt, je ausgeglichener die Rekrutierung der motorischen Einheiten, desto besser. Sind hier Unterschiede zu erkennen, können diese später im Biofeedback-Training gezielt umgeschult werden. Der zweite Test ist ein Haltungs- und Stabilisationstest. Hier wird die Qualität der neuromuskulären Koordination in ausgesuchten Funktionsstellungen untersucht. Für diesen Test haben wir zusätzlich zu den beiden Sensoren auf der Rückenmuskulatur noch zwei Sensoren für die linke und rechte transversale Bauchmuskulatur hinzugenommen. Diese geben uns später Informationen zur muskulären Vergurtung bzw. segmentalen Stabilisierung der Lendenwirbelsäule. Der Test besteht aus drei Hauptabschnitten: einem Haltungstest im Stand, einem Stabilisationstest unter Belastung und einem Flexions-Relaxationstest. Dazu empfehlen wir noch, beidseitig die Rotation und laterale Flexion aufzunehmen, um quantitativ abschätzen zu können, ob einseitige Bewegungseinschränkungen vorhanden sind oder sogar eine Schmerzprovokation auslösbar ist. Nach dieser Testbatterie ist die Diagnostik abgeschlossen und die Ergebnisbesprechung kann folgen. Wir achten bei beiden Tests auf insgesamt 5 Zielparameter. Wie viel Kraft hat die Rückenmuskulatur des Patienten in Relation zu integrierten Referenzwerten?
Hat der Patient im Stand eine leichte Bauchmuskelspannung zur segmentalen Stabilisierung und verstärkt sich diese unter Belastung? Oder steht er in einer passiven LWS-Lordose? Kann die Rückenmuskulatur im Stand entspannen oder ist sie dauerhaft aktiv? Kann die Rückenmuskulatur beim Aushängen entspannen oder gibt es eine Schutzspannung? Und ist die Muskelinnervation in allen Haltungen und Bewegungen seitensymmetrisch oder gibt es funktionelle Muskeldysbalancen? Alle Messparameter können über das laufende Video um haltungsrelevante Inspektionskriterien ergänzt werden. Bei Patienten mit chronischen Rückenschmerzen sind oft mehrere dieser Parameter auffällig. Die Ergebnisse werden nun direkt mit dem Patienten besprochen und mit ihm zusammen ein individueller Trainingsplan erstellt. Das gerätegestützte Training ist die effektivste Methode, muskelspezifische Kraft aufzubauen und kann somit die Muskel- und Faszienstrukturen in diesem Bereich rekonditionieren. Dieses Training bildet die Basis des Trainingsplans. Je nach Auffälligkeit der mit dem EMG erhobenen koordinativen Parameter kommen nun Biofeedback-Übungen hinzu. Rumpfstabilität muss motorisch gelernt werden. Das EMG misst kleinste Veränderungen in der muskulären Ansteuerung und gibt diese Daten als Live-Biofeedback an den Patienten zurück. Das kann einfach in Balkenform passieren, wobei die Höhe eines Balkens die Innervationsstärke eines Muskels darstellt. Soll jetzt zum Beispiel ein symmetrisches Aktivierungspattern der paravertebralen Rückenmuskulatur erlernt werden, müssten die Ausschläge der beiden Balken zeitgleich auf gleicher Höhe stattfinden. Durch dieses Live-Feedback hat der Patient nun die Möglichkeit, direkt auf Abweichungen dieser Vorgabe zu reagieren bzw. kann sich aktiv korrigieren. Die Feedback-Unterstützung ist dadurch ein sehr effektives Körperwahrnehmungstraining. Um den Behandlungserfolg nach den Therapieeinheiten zu überprüfen, empfehlen wir einen Retest. Das steigert gleichzeitig auch die Compliance und die Zufriedenheit des Patienten. Das Konzept der hier vorgestellten Rückentherapie 2.0 kann jederzeit auf andere Beschwerdebilder übertragen werden. Die Kombinationsdiagnostik aus Kraft und EMG funktioniert mit allen Tergomet-Geräten, insbesondere dem Zervikaltrainer, und auch mit isokinetischen Test- und Trainingsgeräten. Die EMG-Sensoren können auf jeden oberflächlich liegenden Muskel geklebt werden, wodurch freie Muskelfunktionstests objektiviert werden können. Wir haben hier auch schon eine Reihe an Testbatterien erstellt, welche jederzeit von Ihnen ergänzt werden können. Sollten Sie weiterführende Fragen zum Konzept, den Therapiemöglichkeiten und Übungsideen haben oder Sie suchen Informationen zur Abrechnung und Refinanzierung, melden Sie sich gerne bei uns. Sie finden unsere Kontaktdaten sowie Links zu weiteren informativen Videos unten in der Videobeschreibung. Wir freuen uns auf Sie und Ihre Ideen, Ihr Team von VelaMed und Proxomed.